Hallo, wer bist du, was machst du? Ich bin Marc Stielke, Geschäftsführer von Immobilien-Scout24. Muss man eigentlich nicht mehr vorstellen, trotzdem vielleicht nochmal, was ist denn gerade der Stand bei Immobilien-Scout? Ich denke mal, größtes Portal in dem Bereich, wo geht's hin? In der Tat, größtes Immobilienportal in Deutschland, eine der stärksten deutschen Internetmarken, synonym eigentlich für das Thema Immobiliensuche, so eine Art Tempotaschentuch sozusagen für Immobiliensuche. Und was wir vorhaben ist, dass wir unsere Marktführerschaft ausbauen, indem wir unsere Marke verbreitern. Wir nennen das Rudi rund um die Immobilie, indem wir sagen, dass wir eigentlich den Menschen nicht nur ein neues Zuhause, neue Wohnung vermitteln wollen, sondern sie bei allen Entscheidungen rund um die Immobilie entsprechend unterstützen. Also das richtige Umzugsunternehmen finden, die richtige Baufinanzierung finden, sie darüber beraten, in welches Viertel sie ziehen sollen, bis hin zu Fragen wie modernisieren, einrichten und dergleichen. Und das Gleiche gilt auch auf der Anbieterseite. Wir sind ja ein Marktplatz, wo wir Nachfrager und Anbieter haben, wo wir von einer Listing-Vermarktungsplattform uns zu einem umfassenden Marketingdienstleister entwickeln wollen. Man merkt, es geht darum, dass das Ganze sozusagen ein bisschen ganzheitlicher wird im Service. Richtig. Also in der Tat, wir sind relativ vertikal und wollen uns sozusagen in dieser Marktführerschaft dann etwas breiter und dicker machen. Wie ist es international? Ist es hart, in andere Märkte reinzukommen? Ich meine, Sillogé in Frankreich ist ja zum Beispiel so ein bisschen ähnlich groß, denke ich mal. Wie ist das da? Ist Internationalisierung Thema eigentlich im Immobilien-Scout? Jein. Also Immobilienmärkte sind sehr lokal und insofern kann man nicht einfach eine Plattform sozusagen internationalisieren und dann ist gut, sondern man muss sich sehr genau mit den lokalen Märkten beschäftigen. Wo es einen Platzhirsch gibt, ist es sehr schwierig, ihn anzugreifen. Wenn wir internationalisieren, dann würden wir in Märkte gehen, wo es noch keinen klaren Marktführer gibt und wo dieser Shift von Print zu Online noch nicht stattgefunden hat. Verstehe. Aber es gibt ja einen interessanten Shift auch bei Immobilien-Scout. Man hört Inkubator. Was ist da los? Unser Inkubator ist die Idee, jungen Gründern und Teams ein Zuhause zu bieten und sie mit dem Know-how, mit dem Netzwerk, mit den Marktzugängen von Immobilien-Scout zu unterstützen. Ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich. Also ich habe zumindest gestutzt, als ich es gelesen und gehört habe. Wie kam es dazu? Was ist sozusagen der Gedanke? Was kann Immobilien-Scout für einen Mehrwert bieten? Der Hintergrund ist, dass wir gesagt haben, wir sind als eines der erfolgreichsten deutschen Internetunternehmen, verfügen wir über Know-how und Kompetenzen, die für Gründern hilfreich sein kann. Und gleichzeitig haben wir in Gesprächen mit Gründern gemerkt, Mensch, die haben Interesse an Reichweite, Know-how und Netzwerk und dergleichen. Und wir haben gesagt, Mensch, das passt eigentlich gut zusammen. Wir können uns sozusagen mit neuen, dynamischen, innovativen Ideen versorgen und gleichzeitig uns an potenziellen Wachstumscases auch beteiligen. Und wo du sagst Cases, was sind denn Cases, die euch interessieren? Was für eine Ideen kommen für euch überhaupt in Frage? Es gibt drei Bereiche. Das sind einmal alle Ideen aus der Immobilienwirtschaft. Zum zweiten Ideen, die sich mit Marktplätzen beschäftigen, die nichts notwendigerweise mit der Immobilienwirtschaft zu tun haben. Und das dritte sind Ideen rund um das Thema Mobile Internet und lokale und Social Media Netzwerke. Also man merkt, es richtet sich nach eurer Kompetenz im Prinzip. Das ist auch das ausschlaggebende Kriterium. Können wir einem Gründerteam etwas beitragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Inkubator auch nichts für Sie. Was sind denn die Konditionen? Mit was muss man bei euch aufschlagen und was kriegt man dafür und was bezahlt man wieder an Anteil? Man schlägt mit einer Idee, mit Unternehmerherz bei uns auf. Idealerweise mit einem Konzept und einem Businessplan, wobei das nicht das Entscheidende ist. Entscheidend ist das Unternehmerherz, die Leidenschaft und Bodenständigkeit, etwas aufzubauen mit einer Grundidee. Und man kriegt dafür, wenn wir nach einem solchen Pitch sagen, Mensch, das passt, das ist eine gute Sache, dann kriegt man für ein Jahr ein Zuhause und Zugang zu unserem Netzwerk, Sachleistungen von IT-Architektur über Vertriebs-Know-how, Online-Marketing-Know-how, Unterstützung bei den notwendigen administrativen Dingen, eine sozusagen Personalbuchhaltung und so weiter. Und man kriegt das im Wert von etwa 500.000 Euro und ein paar Barleistungen, um praktisch den Betrieb und das Leben des Gründerteams auch zu finanzieren. Und was müssen für Anteile abgegeben werden oder wie ist da der Modus? Was kriegt ihr dafür? Im Gegenzug zu diesen Leistungen verabreden wir eine Option auf eine Beteiligung an dem Unternehmen im niedrigen zweistelligen Bereich, hängt aber natürlich von dem Fortschritt und von der Reife des Geschäftes ab. Ich äußere jetzt mal so ein paar Ängste, die ich mir vorstellen könnte, die ein Gründer, der zu euch kommt, auch haben könnte. Immobilien-Scout ist groß, Immobilien-Scout ist langsam, Immobilien-Scout hat mit der Telekom zu tun, die nehmen meine Ideen weg. Was ist da dran?
Größe ist natürlich immer relativ. Wir sind in Berlin etwa 450 Mitarbeiter, die aber alle exzellent und innovativ sind und auch Lust haben, solche Gründerteams zu unterstützen und die auch selbst Spaß daran haben. Und wir sind ein junges, gutes Team und ich glaube, das merkt jeder, der bei uns zur Tür reingeht, dass das eine befruchtende Atmosphäre sein kann. Langsam, ich glaube, unsere Erfolgsstory und das, was wir aktuell tun und was sich jeden Monat bei uns auch an neuen Dingen tut, spricht für sich selbst. Und Teil der Telekom, ja, wir sind Teil der Telekom, eine Tochtergesellschaft der Telekom, wobei wir einen hinreichenden Grad an Unabhängigkeit haben, um uns nicht mit allen sozusagen Prozessen, die ein Großkonzern eben mit sich bringt, beschäftigen zu müssen, sondern wir können praktisch mittelständisch unternehmerisch entscheiden und wir treffen auch die Entscheidungen, wer in den Inkubator kommt, da müssen wir niemanden fragen. Das hört sich ja eigentlich wirklich ganz gut an. Wie ist es denn eigentlich, wenn dieses eine Jahr, wo ihr 500.000 Euro im Prinzip in Sachleistung und Geldleistung zur Verfügung steht, vorbei ist? Gibt es irgendwie einen Anschlussplan mit VC? Kooperiert ihr vielleicht mit T-Venture? Gibt es da so ein Szenario für? Ja, es gibt ein Szenario, wenn das Ganze erfolgreich angelaufen ist und eine Wachstumsfinanzierung ansteht, bieten wir eine optionale Partnerschaft mit T-Venture an, die sich dann als Venture-Capital-Geber beteiligen können. Wir sind aber auch offen für andere Venture-Capital-Geber und sehen uns dann weiter als strategischer Investor. Ja, super. Dann vielleicht abschließend, wenn man sich bewerben möchte, wo macht man das und wie? Es gibt eine Webseite unter youisnow.de und dort gibt es eine E-Mail-Adresse, wo man sich melden kann. Und ansonsten bei Immobilien Scout 24 kennt jeder den Inkubator und wird sozusagen den Weg ins Ziel dann auch finden. Okay, sehr gut. Also Gründer bewerben. Dir danke für das Gespräch und viel Erfolg damit. Vielen Dank.